So, hi. Also, das wird jetzt bestimmt ein längeres Video. Meine Idee dahinter ist, dass ich euch die Apis florea Bienen einfach mal in einem längeren Zeitraum auch zeigen kann. Und ich denke, ich werde so vielleicht die Hälfte oder vielleicht auch einen Großteil vom Video später im Zeitraffer laufen lassen. Und mir geht es hauptsächlich darum, euch einfach mal zu zeigen, wie die Bewegungen von den Bienen hier stattfinden, was die Tiere auf den Waben machen und wie die Apis florea Bienen halt auch so ganz dschungelmäßig und naturgemäß ohne Menschen auf dem Baume leben. So, los geht's.